Indexfonds sind sehr beliebt. Man empfiehlt sie vor allem Anfängern der Anlage. Und am beliebtesten sind die ETFs. Man sagt, dass diese passive Anlage über die Zeit am meisten Rendite erwirtschaftet. Aber passiv ist diese Anlage gar nicht. Ich versuche Ihnen das einmal zu erklären. Denn die meisten Leute denken, Indexfonds sind passiv, obwohl es das überhaupt nicht der Fall ist. Stellen Sie sich vor, Sie haben etwa 100 Kinder und die rennen miteinander auf einer Rennbahn wie hier, Leichtathletik, um die Wette, 100 Meter Lauf. Jedes Kind hat eine bestimmte Zeit und man kann auf die Kinder setzen. Das Kind mit der schnellsten Zeit gewinnt, man kann aber auch auf mehrere Kinder setzen. Nehmen wir an, man weiß nicht so genau, wann die Kinder starten und wann sie aufhören. Man braucht also eine Referenzgröße, was so eine durchschnittliche Laufzeit dieser Kinder ist. Nehmen wir aus diesen 100 Kindern die 10 größten Kinder. Nennen wir sie den Big Kid Index. Und lassen wir diese 10 Kinder rennen. Und gegen diese 10 Kinder kann man sich nun vergleichen. Genau das machen Aktienfonds, wenn sie Indexanlagen abbilden. Sie nehmen die größten Aktien, den Big Cap Index, weil es die größte Marktkapitalisierung an der Börse ist. Aber genauso wie der Big Kid Index ist der Big Cap Index nicht eine besonders intelligente Abbildung des Marktes, sondern nur einfach eine von vielen. Und was viel wichtiger ist, sie ist definitiv nicht passiv. Ein Big Cap Index entscheidet sich erstens einmal, die Aktien zu nehmen, die überhaupt an der Börse sind. Das ist schon mal eine aktive Entscheidung. Zum Beispiel nicht eine repräsentative Auswahl von Aktien an der Börse zu machen. Zweitens entscheidet sich der Index, diese Aktien nach Börsenkapitalisierung zu gewichten, also nur die größten Aktien zu nehmen und diese auch noch zu gewichten. Beides, meine Damen und Herren, ist überhaupt nicht passiv. Indexfonds sind nicht passiv. Der einzige Unterschied ist der, dass die Börse die Auswahl der Aktie macht und nicht der Vermögensverwalter. Sie entscheiden sich also für eine aktive Anlage, die von der Börse ausgewählt worden ist. Das zu wissen, dass auch ein Indexfonds eine aktive Anlage ist, ist extrem wichtig, wenn Sie sich entscheiden wollen, Ihr Geld anzulegen. Viel Erfolg dabei!